Schaltgeräte und Messwandler werden traditionell direkt mit dem Schutzgerät verdrahtet. Unser Tipp? Brechen Sie mit den Traditionen. Mit einem Prozessbus erreichen Sie dasselbe Ziel. Und das bei weniger Verdrahtungsaufwand, schnellerer Inbetriebnahme und höherer Sicherheit. Im Prinzip ist alles ganz einfach. Für einen Prozessbus benötigen Sie zunächst eine Siprotec Merging Unit, die Sie nah bei den Wandlern und Schaltgeräten platzieren und mit diesen verbinden. Die Merging Unit digitalisiert die Analogwerte der Wandler und schickt diese dann über ein Glasfaserkabel an ein oder mehrere Schutzgeräte. Die Kommunikation funktioniert auch in Gegenrichtung. Die Siprotec Merging Unit gibt dann Befehle an die Schaltgeräte aus. Sie können den Prozessbus mit zusätzlichen Siprotec Merging Units erweitern, beispielsweise für nicht konventionelle Wandler in luft- und gasisolierten Hochspannungsschaltanlagen. Für mehr Übertragungssicherheit lassen sich beim Prozessbus alle bekannten Bus-Redundanzkonzepte anwenden, wie hier gezeigt der Betrieb als Ring. Mit dem Prozessbus schließen Sie die Lücke zu einer voll digitalisierten Anlage. Damit schaffen Sie die Basis für bisher ungeahnte Datenverknüpfungen und Analysen zur Optimierung der Netzführung. Siprotec 5 – Zukunft als Mehrwert. Siemens. Ingenuity for life.